herzliches Hallo und willkommen zurück zu Final Fantasy Type Zero und wir öffnen die Tür und werden wohl zu unserer zweiten Mission gerufen. Die Klasse 0 hat Befehl zum Ausrücken erhalten. Für diese und kommende Mission steht euch das Verstärkungssystem zur Verfügung. Ah, jetzt kommt das noch. Verstärkung aus der Akademie. Du kannst dich auf deinen Einsätzen durch Verstärkung aus der Akademie unterstützen lassen. Fällt einer Verstärkungsstreitkraft, wird dies zu den K.O.s der Klasse 0 hinzugerechnet. Verstärkung kann sowohl direkt vor Einsatzbeginn als auch über die Einstellung unter Options angefordert werden. Es ist keine Schande, sich auf andere zu verlassen, um eine Mission zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Mission. Der Einfall des Imperiums kostete die Ruprumer Armee über die Hälfte ihrer Truppenstärke. Um das Kräfteverhältnis auszugleichen, werden nun in Elite-Einheiten organisierte Kadetten in militärische Operationen zur Rückeroberung Ruprumer Gebietes entsandt. Ziel dieser Mission ist die Stadt Maktai. Der erste offizielle Einsatz der Klasse 0. Okay, dann ab zur Eingangshalle. Ich hab sowas von null Plan. Okay, dann gehen wir wohl erstmal zur Einsatzhalle und ich schätze, der Rest kommt dann noch. Oder kann ich das hier ändern? Kampfmitglieder. Nee. Aufstellung? Keine Ahnung. Einsatzhalle, wo ist die Einsatzhalle? Gehe ich in die richtige Richtung? Das sieht zumindest aus wie die richtige Richtung. Lauf, Ace! Lauf! Ach, Eingangshalle, nicht Einsatzhalle. Das macht natürlich Sinn. So. Darf ich dann gehen, oder? Ja, darf ich? Okay. Hier haben wir nochmal ein Relikt, das heißt, ich speichere mal kurz. So, das ist euer erster offizieller Einsatz. Sammelt ordentlich Erfahrungspunkte, indem ihr Feinde besiegt und eure Stufe zu steigern. Nur die aktiven Kampfmitglieder unter euch verdienen EP. Wenn es eng wird, können wir den Rückzug antreten. Ja gut, Hochstufen, klar. Ich muss EP sammeln. Die Reservemitglieder, die anderen Kampfmitglieder auf einer Mission begleiten, erhalten nur dann EP, wenn sie ein gefallenes Kampfmitglied ersetzen. Dafür drücke ich nach oben und ich kann Rückzug antreten. In einigen Fällen erhalten die Kampfmitglieder zu Beginn eines Kampfes den Status Kampfgeist. Die jeweiligen Charaktere stehen dadurch automatisch unter Aura und Trance und erleiden weniger Schaden, okay? Auf der Weltkarte regenerieren sich die TP und MT automatisch nach jedem Kampf vollständig. Außerdem ist das über das Optionsmenü jederzeit eine sofortige Repatriierung in die Akademie möglich, okay? Na dann. So, haben wir hier tatsächlich eine Weltkarte. Ist ja witzig. Ha, das ist sehr witzig. Aber gut, Gefechtsbeginn. Und diesmal kämpfen wir wohl doch wieder mit Queen und Deutzer. Gruppe. Ich habe keinen Plan, wie ich das einstelle. Ja.
Naja. War jetzt nicht so erfolgreich der Kampf, zumindest nicht von meiner Seite aus, aber okay. Nachdem alle Gegner besiegt wurden, verstecken sich gelegentlich weitere Feinde in der Umgebung. Du kannst dich entscheiden, ob du weiterkämpfen oder dich zurückziehen willst. Ich kämpfe einfach mal noch eine Runde. So, hier der Einschlag. Das war... Das gefällt mir. So, ist noch jemand da, oder? Da hinten ist noch jemand. Die mache ich doch mit einer Eisbombe fertig. Gar kein Problem. So, wir könnten noch weiterkämpfen. Aber ich würde sagen, wir ziehen uns einfach fürs Erste zurück und widmen uns der Mission. Wobei, ich möchte die Mission eigentlich nicht beginnen. Ich würde echt gern herausfinden, wie ich die Gruppe hier einstellen kann. So, hier sind die beiden bereit und Ace ist aktiv. Ich möchte allerdings ganz gern mal mit Queen kämpfen, was ich nicht... Ich kann halt nichts ändern hier. Wahrscheinlich hätte ich das dann doch an dem Terminal machen können. Betonung auf, ich hätte es tun können. Ah, oder jetzt kann ich es. Okay, Mitglieder. Ich muss das Ganze noch ein wenig herausfinden, aber okay, ich mache einfach mal Queen Jack offensichtlich, weil der will wohl mitkämpfen. Ace natürlich. Rem gegen Machina. Oh, wen wähle ich denn dann? Size ist, glaube ich, ziemlich cool. Nein, auch. Ja, und ansonsten geht doch einfach mal in der Reihenfolge. Ausrüstung ändern brauche ich nicht. Gruppe festlegen. Was genau habe ich jetzt gemacht? Ich kämpfe einfach mal mit Queen, Jack und Rem. Kann Unterstützung anfordern, warum nicht? Ich habe sowas von null Plan, was ich hier mache. So, ich glaube, das hier könnte mehr mein Spiel sein. Also so wie Queen hier kämpft. Ja, wobei ich mir da auch noch nicht so ganz sicher bin. Interessant. Ich habe keine Ahnung, was das Richtschwert macht. Das ist natürlich auch das Richtkreuz. Das ist natürlich auch unpraktisch. Was macht das denn? Das heilt? Nee, kann ja auch nicht sein. Ha. Ich bin noch ein wenig verwirrt, aber passt schon. Ich kann Vita einsetzen. Deswegen kann es ja eigentlich nicht sein, dass das Richtkreuz mich auch heilt. Was macht das Richtkreuz? Das hätte ich garantiert... Wer ist Hiroko Kawabe? Kawabe. Helfer A. Warum habe ich hier einen Helfer A? Ich brauche keinen Helfer. Ach, das war die Unterstützung aus der Akademie. Ach, wie blöd. Na, da hätte ich lieber mit Machina gekämpft. Tja. Aber gut, probieren wir das Ganze doch mit dem Richtkreuz eventuell gleich nochmal, wenn wir dazu kommen.
So, und das fügt wohl jedes Mal Schaden zu. Ach so, ich verstehe. Das Richtkreuz fügt Schaden zu, wenn es einen Gegner trifft und heilt uns, wenn es uns trifft. Das ist ja praktisch eigentlich. Das ist eigentlich echt praktisch. Aber gut. Ich finde es halt jetzt sau schade, dass ich Warum habe ich jetzt Jack und Helfer B? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht so ganz, wie sich meine Gruppe hier zusammensetzt. Sind die anderen beiden gestorben? Na, jetzt hat sich Jack aus dem Kampf zurückgezogen. Ich verstehe das nicht. Sehr seltsam alles. Sehr, sehr seltsam. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ist das für ein Symbol da oben und wie. Reservemitglied einwechseln, Charakter wechseln, Gegenstand benutzen. Ach, keine Ahnung. Ich spiele einfach mal weiter. Ich weiß auch nicht, was diese komische Blinkmarkierung da oben links, was dieser Brief sein soll. Ich habe null Peilung. Aber gut, wir laufen der Zielmarkierung hinterher. Und kommen da nicht runter. Okay, gut zu wissen. Spezialorder. Ja, aber was für eine Spezialorder und wie sehe ich die Spezialorder? Ach so. Ja, klar. Besiege mit deinem aktiven Charakter zwei Gegner. Zeitlimit 2 Minuten. Sollte möglich sein, oder? So allerdings nicht. Ah. Das Problem ist ja eigentlich, dass ich denjenigen besiegen muss und... Nach... Verdammt. Ihr blöden Säcke. Ich komme da nicht hoch. Jetzt habe ich diese Spezialorder angenommen und komme da nicht hoch. Und die beiden blöden Helfer, die ich eigentlich überhaupt nicht will, haben die Gegner ausgeschaltet. Das heißt, ich muss mich jetzt tatsächlich dringendst beeilen, um hier Gegner zu besiegen. Oder ist die Spezialorder jetzt außer Gefecht, weil ich... Ich weiß es noch nicht. Ja. Die Helfer gehen mir auf den Keks. Die sollen Platz machen für meine Leute. Das ist doch dumm. Besiege einen Gegner durch... Nee, danke. Ach Mann. Ich hasse diese Helfer. Nie wieder Helfer. Ich brauche keine blöden Helfer. Ich will meine Leute aufleveln. Was soll denn der Käse? Verdammt. Ich das gewusst. Einwechseln von Kampfmitgliedern. Drücke oben, um gefallene Kampfmitglieder durch Reservemitglieder zu ersetzen. Ja, okay, aber dann lass mich doch. Kann halt nicht, das ist ja das Ding. Ah, naja, gut. Keine Ahnung. Ich kann das nicht. Secret demons!
Ja. Damit. Ich würde jetzt gerne die Blitzflöte einsetzen oder sowas, aber oh, dang it. Das hätte mich gerade fast was gekostet. Aber irgendwer hat mich hier wohl scheinbar auch geheilt, denn ich könnte noch die Treibstofftanks zerstören, aber lass mal. Mal abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob ich das jetzt eventuell nicht schon gemacht habe. Vermeidet 2 Minuten lang Kampfunfähigkeit, ne? Das klingt doch nach einer Möglichkeit. Wie gesagt, ich weiß nicht so wirklich, was ich hier tue. Ich kämpfe mich einfach hier mal durch und hoffe das Beste. Rem hat sich aus dem Kampf zurückgezogen. Das ist halt... Ich verstehe halt echt nicht... Ich habe hier die beiden Helfer, aber... Ich verstehe auch nicht, warum sich die... Die anderen hier immer zurückziehen irgendwie. Ich glaube, ich habe was verpasst. Ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall war das wohl unsere Mission. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich das nächste Mal ohne Unterstützung, weil ich, wie gesagt, gern meine Leute aufleveln würde. Aber keine Ahnung. Ich habe eine Kugelweste erhalten als Sonderbelohnung. Ich habe 500 VP. Ich habe schon wieder vergessen, was VP sind. Spitzhut. So, jetzt bin ich hier wieder auf der Oberwelt und schätze, dass ich jetzt zurück nach Academia soll, um Bericht zu erstatten. Ja, deswegen laufen wir einfach mal zurück nach Academia, falls hier nicht noch irgendwelche Zufallkämpfe kommen. Und ansonsten beginnt die nächste Mission erst in 12 Stunden. Das heißt, wir haben nochmal ordentlich Zeit, hier zum Beispiel mit dem hier zu sprechen. Hey, ich bin Enna aus der Klasse 1. Liebe schlägt ein wie ein Blitz, stimmst du mir nicht zu? Ja, komm, ich spreche mit dir. Eigentlich befinden wir uns im Krieg und sollten uns mit anderen Dingen als Liebesgeschichten beschäftigen, aber ich kann einfach nichts gegen meine Gefühle tun. Und vielleicht ist gerade ein Krieg der perfekte Zeitpunkt für die Liebe. Man hat jemanden, für den man auf jeden Fall vom Schlachtfeld zurückkehren will. Gut, das stimmt. Aber ich glaube, bei meiner Herzensdame habe ich nicht wirklich eine Chance. Weißt du, da ist dieser Kerl, der wie eine Klette an ihr hängt. Dabei ist er nicht mal ihr fester Freund. Ah, er spricht von Ren, offensichtlich. Danke erstmal fürs Zuhören. Du solltest ja auch jemanden suchen. Liebe verleiht Flügel. Okay. Ja, das war garantiert Ren von dem er da gesprochen hat. Beziehungsweise von der er da gesprochen hat. So, da hinten haben wir gleich... Oh, jede Menge Ausrufezeichen, wie cool. Da fällt die Bahn ja nicht besonders schwer. Rubrum Girl, if it's not any trouble, I would like to ask your assistance. Oh, yes ma'am? We are envoys for the Kingdom of Concordia. We must speak with the Chancellor quickly. We would like to know where we might find his office.
We received directions, but the scenery impressed me so that I seem to have gotten us lost. The best way to get to the Chancellor's office is by going through that magic portal up ahead. Oh my. It appears that we have taken quite the detour now, haven't we? You seemed so confident. I was certain you knew where you were going. Thank you for your help, young lady. May the path you follow be bright. Cool. You have our gratitude. Der Gruß aus Final Fantasy X, dieses Dingsbums. Das war doch aus Final Fantasy X, oder? Könnte ich doch wetten, ich kenne das doch. Witzig. So, Asuma. Wenn das mal nicht jemand aus der berühmten Klasse 0 ist, mein Name ist Asuma Sora. Was seid ihr denn jetzt nur? Die Klasse 0 ist in aller Munde, diese Lieblinge von Dr. Alracia, die sich durch die Hintertür in die Akademie geschlichen haben. Natürlich reden auch viele über eure Rolle im Befreiungskampf. Es ist schon beeindruckend, dass ihr trotz der Kristallmanipulatoren Magie anwenden konntet. Muss streng sein, so viele Geheimnisse zu hüten. Muss stressig sein. So viele Geheimnisse zu hüten. Eigentlich geht es mich ja nichts an, aber die Klasse 0 sollte ein wenig aufpassen. Dr. Alracia hat es quasi über Nacht in den Rat der 8 geschafft. Sie hat wohl eine enge Beziehung zum Magistrat. Nicht allen passt das. Da geraten auch andere schnell in die Schusslinie, versucht, euch aus solchen Streitigkeiten rauszuhalten. Danke fürs Gespräch. Aber gut, Items sind Items sind Items. Sehr praktisch auf jeden Fall. Abhängig davon, wie viel Zeit du, also will ich dich belohnen. Wir Mokris wissen die harte Arbeit schließlich zu schätzen. Für manche zählen nur Resultate, doch ich finde auch, dass auch Aufwand eine Belohnung verdient. Viel Erfolg. Verkaufst du mir jetzt was oder verkaufst du mir nichts? Nee, offensichtlich nicht. War Info nicht so ein Verkaufskram-Zeug? Ich sehe ein weiteres Ausrufezeichen. Ich bin der Mokri der Klasse 8, Kupo. Es gibt da etwas, um das ich dich bitten möchte. Immer zu Diensten. Wie du weißt, werden eure Kennungsmarken von der Akademie verwaltet. Deshalb müsst ihr sie für jede Mission in der Kadettenschaftsverwaltung abgeben. Das erspart uns zum Anschluss einiges an Arbeit, weil wir so auf einen Blick feststellen können, wer den Kampf nicht überlebt hat. Immerhin müssen wir auch eure Familien informieren. Die Soldaten und einfachen Bürger sind selbst für ihre Kennungsmarken zuständig. Wenn einer von ihnen stirbt, wird niemand ihre Kennungsmarke findet, geraten ihre Namen für immer in Vergessenheit. Kennungsmarken einsammeln bedeutet, den Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Eine von diesen Kennungsmarken haben wir ja schon gefunden, wenn mich nicht alles täuscht. Solltet ihr also während einer Mission Kennungsmarken finden, bringt sie mir. Ich werde sie dann an die zuständige Stelle weiterleiten. Dafür kriegen wir jetzt einen Megatrank, weil ich schon eine Kennungsmarke hatte? Fragezeichen? Kein Plan. Auf jeden Fall erstatte ich erstmal Bericht, bevor in 4 Stunden die nächste Mission schon wieder beginnt. Und gucke mal, ob ich hier die Aufstellung nicht ändern kann. Ich habe sowas von Kampfmitglieder. Ich denke, ich würde als nächstes gerne mal mit Rem kämpfen. Und Aufstellung hätte ich halt eigentlich ganz gern dann Machina. Und ich wähle einfach mal Shinke hier. Dann wähle ich als nächstes Dös, Queen und ich habe ehrlich immer noch nicht so wirklich den Plan, was ich hier eigentlich mache. Ja gut, ich lasse das mal so. Ich habe ja noch Ausrüstung,
die Kugelweste zum Beispiel, was macht die denn? Die Kugelweste Patronenschutz plus 10%, okay. Ist allerdings natürlich blöd, wenn dafür die Verteidigung entsprechend fällt. Hat ja auch keinen Sinn. Naja, ich lasse es mal so. Ich könnte Fertigkeiten hier noch aufwerten vielleicht mit AP. Was ich habe hier zum Beispiel 8 AP, da kann ich tatsächlich die beiden Fähigkeiten lernen. Kann allerdings sein, dass ich die AP komplett für die Gruppe Was ist denn Umwandeln eigentlich? Verbraucht AB, um MP aller Gruppenmitglieder zu heilen, okay? Nee, egal. Und nein, das ist tatsächlich von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Das heißt, ich kann ja erstmal jede Menge Fähigkeiten freischalten. Ich schätze, damit bin ich jetzt erstmal ein wenig beschäftigt zumindest. Nicht schlecht. So, was könnte ich denn... ich erlange hier einfach mal den Angriffssatz. Und nutze sie statt dem Kartensatz. Mehr kann ich bei Ace jetzt momentan auch nicht tun. Hier kann ich die... Ich weiß halt nicht so wirklich, was die ganzen Sachen machen, deshalb... Verbessere ich hier momentan einfach mal, gerade bei Charakteren, mit denen ich noch nicht gespielt habe. Aber gut, ich denke, das reicht fürs Erste. Ich wollte ja noch Rückmeldung erstatten. So, nachdem ich Rückmeldung erstattet habe, werde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit der dritten Mission, wahrscheinlich. Beziehungsweise den paar Stunden vorher.